Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr den unendlich Giftpflanzen-Glitch jedes Mal schaffen könnt. Und zwar weiß man jetzt, was es genau damit auf sich hat, beziehungsweise wie der Glitch genau funktioniert. Und hierfür braucht man nur eine Ladung und nicht, wie wir vorher dachten, zwei. Und ich werde euch das jetzt zeigen anhand des Pile-Up-Spots am Flugzeug an der Absturzstelle. Ich zeige euch, wie der ganz easy geht. Ihr stellt euch davor, Leute, springt hoch, geht nach links und spammt dann die Springen-Taste. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann klettert ihr hier hoch und wenn ihr auf eure Füße schaut, dann werdet ihr sehen, dass eure Füße schweben. Und das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Denn wenn eure Füße nicht schweben sollten, dann bewerfen euch die Zombies. So, jetzt erkläre ich euch, wie der Giftpflanzen-Glitch funktioniert. Hierfür braucht ihr erstmal eine Riesenhorde an Zombies. Ich nehme immer meistens die ganzen Zombies, die in der Runde spawnen. Also wenn eine neue Runde anfängt, dann warte ich, bis alle Zombies spawnen und dann sich bei mir versammeln. Wenn ihr die Horde dann habt, dann müsst ihr eure Giftpflanze einfach in die Mitte der Horde platzieren. Und wenn dann alle Zombies sterben, dann bleibt die Giftpflanze für immer. Also Leute, ganz wichtig für den Anfang, damit ihr euch das merkt, die Giftpflanze muss in die Mitte der Horde platziert werden, sodass die ganze Horde von der Giftpflanze stirbt. Wie ihr bei mir gerade gesehen habt, haben nur zwei Zombies überlebt, der Rest ist gestorben, Leute. Falls Leute Schwierigkeiten damit haben, die können sich auch gerne eine Täuschgranate zur Hilfe nehmen. Damit geht das auch ein bisschen einfacher. Und ich zeige euch hier ein Beispiel dafür, wie ich das meine mit der Täuschgranate. Ihr braucht natürlich wieder die Horde, Leute. Traint die Horde dann so eng beieinander, so wie ich es gerade tue. Wenn ihr dann die Horde habt, dann lauft hier hin zum Beispiel, werft hier die Täuschgranate hin. Ich werfe jetzt zur Sicherheit noch eine Täuschgranate hin, damit die auch länger da bleiben. Und jetzt stelle ich mich genau in die Mitte der Horde und aktiviere meine Giftpflanze. Und wie ihr seht, stirbt jeder Zombie, doch meine Giftpflanze bleibt da. Diese Giftpflanze wird jetzt für immer da bleiben. Ich erkläre euch das nochmal ganz einfach. Stellt euch vor, die Giftpflanze kann 30 Zombies töten, bevor sie despawnt. Also müsst ihr alle 30 Zombies auf einen Schlag töten. Und das ist der Glitch, Leute. Das war's dann auch mit dem Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr in die Kommentare schreiben oder mir in Discord joinen, Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das sehr gerne auch an dieser Stelle ändern. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Stream. Ciao.